darf euch zu begrüßen zur Pressekonferenz. Bekanntgabe des neuen Trainers für die Saison 12-13 des Zürichsee. Vorstellen brauche ich ihn, glaube ich, nicht. Jedem bekannt, Axel Kammerer. Seit ein paar Tagen sind wir uns einig, dass er den Trainerposten übernimmt beim SCR. Wir haben letzte Woche Kontakt aufgenommen, haben uns zweimal getroffen und sind eigentlich beim ersten Gespräch, ohne dass wir über die wichtigen, entscheidenden Dinge gesprochen haben, gleich in die Details gegangen. Weil er war eigentlich gleich Feuer und Flamme. Mannschaft, Vorbereitungsprogramm, Trainingslager im Stadion und so weiter. Bis ich gesagt habe, stopp, wir müssen halt erst einmal über die wichtigen Dinge reden. Also für den Axel war das gleich klar und das hat mir auch sehr imponiert. Ich habe mal nachgeschaut, er ist seit 2000 Trainer, ununterbrochen. Ich glaube, er wollte keine Lücke lassen. So drücke ich es jetzt mal aus. Ja, und wie gesagt, vor ein paar Tagen waren wir uns dann einig, dass er in der neuen Saison Trainer ist. Und vielleicht die ersten Worte auch vom Axel, bevor dann ihr Fragen stellen könnt. Ja, servus zusammen nochmal. Ich freue mich, dass ich in Garmisch jetzt bin, ja, am Rissersee. Ich bin sowieso das erste Mal da. Das ist wirklich ein guter Einstand irgendwo. Und ich freue mich auf die Saison. Zum einen bin ich jetzt ein bisschen ausgeruht. Seit Oktober habe ich jetzt Zeit gehabt. Leider Zeit gehabt. Aber trotzdem denke ich, dass ich die Zeit eigentlich auch ganz gut genutzt habe. Ich habe jetzt auch viele Spiele angeschaut. Ein bisschen wieder einen Überblick über die ganze Ligen und auch die Spielermarkt letztendlich jetzt mal wieder gefunden, weil wenn du dauernd im Einsatz bist, ist es auch schwierig für einen Trainer und ich habe das jetzt eigentlich von mir auch genutzt. Wir haben auch in der Zeit haben wir uns zwar ein paar Mal gesehen, in verschiedenen Stadien, das war und dann bei der U20 WM haben wir uns auch gesehen und ja, und jetzt hat sich dann die letzten Tage hat sich jetzt so entwickelt. Der Ralf hat mich angerufen, da haben wir uns unterhalten und ich habe mich dazu entschlossen, das zu machen. Ich bin eigentlich motiviert und auch guter Dinge, dass das erfolgreiche Zeit wird. Fragen? Ja, es ist doch ein bisschen überraschend. Ich habe das im Vorfeld auch ein bisschen mitgeredet, dass ihr zwei fachlich respektvoll immer miteinander umgegangen seid. Aber da waren ja doch einige Reibungspunkte im gemeinsamen Arbeiten. Wie bist du dann trotzdem auf dem Axel-Camp, dass du ihn anrufst und du denkst, der war jetzt genau der Richtige für mich, für uns? Also, das ist ja schon ein paar Jahre her, dass wir uns, sagen wir mal, ein bisschen gerieben haben. 2008, 2009. Das konnte man natürlich schwer auf uns sitzen lassen, dass das in den 8 Jahren, seit ich beim SCR bin, das einzige Jahr war, wo die Tölzer Löwen besser waren wie mir. Da war er Trainer. Deswegen klappern gehört zum Geschäft. Und ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht und hat der Axel ganz gut gemacht. Das ging dann vielleicht auch zum Schluss ein bisschen ins Persönliche, aber wir sind beide Profis genug, dass wir das wegstecken. Und wir haben auch bei der U20 WM einen Abend haben wir ein Bierle miteinander getrunken, haben das eigentlich nur am Rande gestriffen, sage ich mal, weil keiner dem anderen irgendwo böse war. Und wie gesagt, das gehört zum Geschäft dazu und deswegen war das überhaupt kein Hindernisgrund oder ein Grund, ihn nicht anzurufen. Und wir haben uns, wie er gesagt hat, er war schon bei dem ein oder anderen Spiel in der Saison bei uns, haben wir miteinander ein Spiel gegen Nauheim in Tölz angeschaut, war aber reiner Zufall, ein bisschen umeinander geflaxt und so ist es dann entstanden. Also für mich war, seit dann feststand, dass der Drabo kein Trainer mehr für die neue Saison ist, war der Axel eigentlich sofort der erste Ansprechpartner.
wer mich kennt, der weiß, dass ich auch nicht mit mehreren Trainern gleichzeitig verhandle oder versuche da irgendwo was rauszuholen, sondern ich arbeite es ab. Und wie gesagt, er war der erste Ansprechpartner und es hat gleich geklappt. Unter dem Motto, wenn sich zwei Steine reiben, entsteht Feuer. Ist das, was du erwartest jetzt, dass da mehr Feuer entsteht beim SCR? Und du hast jetzt zwei unterschiedliche Trainer vorher gehabt, oder ein gleicher, der zwar beliebt war bei den Spielern, der aber auch das Training nicht so in dem Sinne gemacht hat, wie du dir das vorstellst, dass nicht einmal Spieler sich vorstellen, also zu wenig Training. Der Trabi war, glaube ich, einer, der ein bisschen zu viel gemacht hat. Wo ist der Axel jetzt einzuordnen oder was erwartest du jetzt von Axel, wie er das Ganze angeht? Also ganz wichtig ist, dass der Axel zu 100% von der Mentalität hierher passt. Das ist mir das Entscheidende. Wie hast du es genannt? Zwei Steine, entsteht Feuer. Das war auch ein guter Spruch. Das passt auch 1:1. Ich glaube, dass der Axel und ich auch von der Mentalität sehr ähnlich sind. Wir können beide auch sehr explosiv sein. Das gehört, glaube ich, dazu, auch im Geschäft. Und fachlich zweifle ich sowieso nichts an, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich erwarte mir, dass auch durch die Verpflichtung Axel Kammerer ein bisschen in der Öffentlichkeit der SCR ein bisschen aus dem Tiefschlaf rausgeholt wird und die Bevölkerung, die Zuschauer ein bisschen motiviert werden, aufgeweckt werden, schon zum SCR zu stehen und wieder zu kommen. Also auch mehr Tölzer-Fans kommen dann. Ja gut, ich glaube, dass wir jetzt der ausschlaggebende Grund sind, dass die Tölzer irgendwann das grüne Licht für die zweite Liga geben, weil klar wird sein, dass die zweimal gegen uns ausverkauft sind. In Tölz. Ja, es ist, ich erwarte mir, wie gesagt, dass der SCR wieder auch die Leidenschaft zeigt, auch gerade bei den Heimspielen. Wobei wir, muss ich immer dazu sagen, also nicht falsch verstehen, dass man mit irgendwas in der letzten Saison unzufrieden war, sondern das sind einfach zwei Paar Stiefel. Aber ich erwarte mir einfach das Feuer, die Leidenschaft, dass der Gegner enormen Respekt hat und dass ich einen Trainer habe, der das Feuer auch in die Spieler wird. Jetzt sagst du ja zu Recht, du bist verantwortlich für den ganzen Laden, du musst die Finanzen besorgen, du musst die Trainer besteuern, du besorgst eigentlich auch den Spielerkader. Wie weit wird der Axel dennoch in die Kaderplanung mit eingezogen? Also da bin ich auch froh, dass ich dazu meine Stellung beziehen kann, weil es ja immer heißt, dass ich alleine Spieler verpflichte oder grundsätzlich ändert sich nichts an der Philosophie, dass Spieler für uns interessant sind und Spieler zum SCR kommen, die wirtschaftlich ins Konzept passen. Da hat man nicht die große Auswahl. Es ist ganz klar, dass ein Trainer mit einbezogen wird und es wird sicherlich nicht so sein, wenn ich einen Spieler möchte und der Trainer sagt, um Gottes Willen, den will ich überhaupt nicht, dass ich den trotzdem verpflichte. Also das kommt sicherlich nicht vor. Und wir zwei haben uns auch über den Kader oder über meine Vorstellungen, meine Planungen, die ja bis jetzt eigentlich erst meine Planungen waren, weil erst seit wenigen Tagen ja damit inbegriffen ist, haben wir uns abgesprochen und da sind wir, glaube ich, zu 99% auch einer Meinung, wie ich es mir vorstelle, wie wir es machen, weil sich halt auch das grundlegend eben nach dem Wirtschaftlichen richtet. Aber da kann er gern selber dazu Stellung nehmen. Axel, wenn du hast ja die Mannschaft ein paar Mal gesehen. Was hast du jetzt Gutes an der Mannschaft gesehen? Wo siehst du noch Verbesserungsmöglichkeiten? Da will ich jetzt mich nicht äußern, weil da habe ich es eigentlich zu selten gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das kann man jetzt so nicht sagen. Und ich glaube, man soll jetzt auch nicht irgendwie zurückschauen irgendwo, sondern entscheidend ist, was am 1. August oder am 11. August startet man, naja, was da passiert. Mannschaft. Ja, aber da sind wir jetzt auch noch zu weit weg irgendwo. Ich denke mal, wichtig ist jetzt mal den Ist-Zustand. Wer hat jetzt einen Vertrag? Wie will ich überhaupt spielen lassen oder welche Typen Spieler haben wir? Was brauchen wir eigentlich noch dazu? Also wir sind wirklich jetzt in der Anfangsphase letztendlich. Ich muss den Ist-Zustand wissen, wer hat einen Vertrag? Welche Spieler sind auf dem Markt? Welche sind dann auch bezahlbar? Dann, wie will ich spielen lassen? Wie soll die Spielphilosophie letztendlich ausschauen? Wie
Und dann muss halt irgendwo mal eine Mannschaft zusammenbauen. Oder welches System passt dann am besten für die Mannschaft? Also ich glaube, wir sind wirklich erst am Anfang. Ich kann jetzt da eigentlich wirklich viel zu wenig sagen. Ich meine, es ist auch klar, dass die 5 Ausländer, die wir verpflichten werden, das werden Schlüsselpositionen sein. Da brauchen wir nicht lange reden, das ist ja ganz klar. Ja, was du da zum Beispiel nach einem bestimmten Spielertyp, was letztes Jahr aufgefallen ist, wir hatten große Probleme aus der Verteidigung, wirklich aber, das Spiel zu eröffnen. Aber das ist, du hörst es von europaweit, also oder weltweit, jeder sucht nach Händering nach spielstarke Verteidiger. Das ist ja ganz, ganz schwierig, die auch zu finden. Also so ist es jetzt auch nicht. Wir müssen ja irgendwo realistisch sein. Und dann gibt es auch noch Finanzstärkere, die dann wieder wegschnappen. Also, wir dürfen halt da keinen Fehler machen, es wird sehr viel, wir müssen beide unser Informationsnetz da anschmeißen und dann halt versuchen, die richtigen Spieler zu finden. Aber jetzt zu sagen, Verteidiger, klar, aber wie schon gesagt, es ist schwer, den Verteidiger zu finden, ein Numelin, ja, aber der spielt in Lugano. Also wie gesagt, mit den deutschen Spielern, haben wir unser Konzept, haben wir unseren Plan, sind wir auch schon sehr weit fortgeschritten. Und wie der Axel sagt, die Schlüsselspieler werden die Ausländer sein. Aber da warten wir auch erst einmal geduldig ab, was woanders passiert. Man muss auch erst einmal abwarten, die zweite Liga, wie viele Mannschaften sind es dann wirklich, wie viel Geld hat man zur Verfügung, wer spielt mit, wer spielt doch nicht mit. Ist ja auch kein Geheimnis, sollte München was passieren, dass vielleicht ein Luba die Belga wieder ein Thema ist, fährt man dann doch wieder vielleicht ein Teil die tschechische Linie oder die osteuropäische Linie, fährt man nur die nordamerikanische und da warten wir einfach erst einmal geduldig ab und stimmen das natürlich auch gemeinsam ab, ganz klar. Aber was die deutschen Spieler betrifft, haben wir unseren Plan und der ist auch schon weit fortgeschritten. Wie sucht ihr die Ausländer? Wie es einige Jahre war, wo man dann einfach irgendjemand hatte in Übersee, auf den hat man sich verlassen, dass der einen rüberschickt, wo man nicht wusste, wie der ist. Oder sucht man eher am deutschen Markt, wo man schon weiß, den kennt man auch, da weiß man selber auch wieder. Also der deutsche Markt, wenn ein Ausländer hier war und zu uns kommt, ist es eigentlich zu 99% gar nicht möglich, weil wenn der in Deutschland war, ist er eh schon zu teuer. Deswegen wird man, wenn man neue Ausländer holt, wird jeder sein Netzwerk, wie er es gesagt hat, und das vielleicht gemeinsam verbinden, das wird vielleicht dann ganz stark. Vielleicht an Axel, du hast gesagt, du freist dich und alles und es ist toll, dass du da bist. Was war jetzt der ausschlaggebende Punkt dafür, dass du jetzt entschieden hast, zum SCR zu gehen? Du warst jetzt in Schwenningen, bei einem Verein, der vielleicht finanziell besser aufgestellt ist. Und jetzt ist es vielleicht eine schwierigere Aufgabe jetzt in Rissersee. Was hat dich letztendlich überzeugt, das abzunehmen? Ja, auch meine familiäre Entscheidung, dass ich wieder daheim bin, letztendlich. Das war schon ein ausschlaggebender Punkt. Und ich, Garmisch ist eine Eishockey-Stadt. Es ist auch was zu machen. Also, ich bin da ganz optimistisch. Also, ich denke, es ist halt schade, dass einfach zu wenig Nachwuchs da ist. Das ist eigentlich ein Problem, was man jetzt da nicht. Man hat einfach zu wenige Nachwuchsspieler. Also wirklich, die kannst du an der Hand abzählen, die interessant sind. Also du hast jetzt gar so ein Reservoir wie zum Beispiel ja, in Deutz. Das ist aber schon früh geworden. Ja, aber ein paar Namen. Also zumindest die Namen, die man da. Bei mir sind es jetzt schon 3 Finger abgesagt. Naja, das ist jetzt ein bisschen schade, das muss man ehrlich sagen. Also das. Ich sehe da ein bisschen ein Problem, wenn du mal ein paar Verletzte hast. Das ist ein Problem. Weil eine Saison ist lang, das wissen wir alle, und da kann es Probleme geben, dass dann vielleicht der Kader irgendwo zu klar ist, dass du halt nicht so ein Reservoir hast, wie jetzt sagen wir mal in Deutz. Aber trotzdem, also ich sage, ein sehr engagierter Geschäftsführer ist auf jeden Fall da. Ja, das ist sehr viel wert, brauchen wir gar nicht reden, der eine klare Linie hat, der klare Aussagen hat, der Entscheidungen trifft letztendlich, und das ist auch positiv. Und ja, ich denke einfach, dass man in Garmisch schon was bewegen kann. Trotz nicht ganz leichter Voraussetzungen. Also die Herausforderung, die wir jetzt. Auch. Zusätzlicher Reiz, dass du vielleicht gegen deinen Heimatverein antreten darfst im ersten Jahr, damit es noch nicht so ganz klar ist.
sicherlich werden es reizvolle Spiele, das ist ja klar, aber trotzdem, man soll es jetzt die Saison nicht nur auf 4 Spiele beschränken. Also, wir sollen uns auf jedes Spiel so ja, wie soll ich es nennen? Jedes Spiel ist wichtig, also jedes Spiel ist ein Festtag im Grunde genommen. Wir kennen uns ja jetzt schon sehr lange und haben teils im Flachs, teils nach so Spielen im Derby, aus die angesprochenen Reibungspunkte, hast du einmal das eine andere zu mir so unter uns gesagt. War das für dich eigentlich früher überhaupt einmal vorstellbar, dass du da hergehst? Also wo das Konkurrenzdenken auch noch größer war, da hat es jetzt bei dir irgendwo mal geschnackelt und gesagt? Ich muss aber ehrlich sagen, und das habe ich auch immer gesagt, ich habe auch einen habe ich meinen Assistenten immer gesagt, ein Bader, den braucht mir in Tölz. Ja, es war einfach so. Ich will jetzt da nicht irgendwelche Geschäftsführer da zu nahe treten, aber er hat immer Ideen gehabt, er hat das Eishockey in Garmisch immer vermarktet, er hat immer wieder neue Ideen gehabt, Gegner beschimpft. Ja, das auch, aber gut, aber das hat mir schon wieder gefallen, hat er das wieder, irgendwelche, was hast du das genannt, was denkst du aus dem 6. Tag der Rekorde, ja, und dann hat er natürlich seine eigene Zählweise natürlich auch immer wieder gehabt, also wir haben, glaube ich, jedes Spiel gewonnen, aber es war immer unentschieden, also Jahre, kann man da in der Chronik mal nachschauen, wie es wirklich steht. Bilian, du bist da Experte, gell? Machen wir. Okay. Die Tölzer erzählen irgendwie verkehrt, gell? Ja, die verdoppeln alles, okay. Oder haben sämtliche Vorbereitungsspiele da zur Zeit. Aber jetzt musst du den Rekord ja in die andere Richtung ausbauen. Das ist ja. Du kannst ja nach Tölz gar nicht mehr fahren. Du hast ja in deinem letzten Jahr in Tölz die billigste Mannschaft der Liga gehabt. Das hat ja immer jeder so vorgeworfen, diesen Satz. Jetzt kriegst du wirklich eine ganz billige Mannschaft. Oder also sowas, was der Etat halt hergibt im Vergleich zu. Ja, natürlich im Liga-Vergleich halt zusammen. Das ist schon für dich jetzt aber auch ein bisschen ein Neuland, weil du eigentlich mal relativ gut bestückt die Mannschaft gehabt hast. Nein, eigentlich nicht, aber es war ein Tölz selber. Wir haben sehr, ich bleib dabei. Es ist egal, wie die anderen über das denken. Wir haben auch in Tölz mit einer sehr günstigen Mannschaft gespielt. Man hat uns den Erfolg nie vergund. Das war so. Den sportlichen Erfolg. Und ich kann mich einstellen. Ich habe kein Problem. Also ich kann mit der Tölzer Etat damals arbeiten können. Ich kann mit einem Garmisch arbeiten. Ich kann auch genauso gut mit einem Schwenning auch arbeiten. Das ist jetzt. Ist manches ein bisschen einfacher. Vor allem, wenn du dann wirklich mal, vielleicht einmal während der Saison nachverpflichten musst, dann ist es da ein bisschen einfacher. Aber trotzdem, also. Ich spiele keine Rolle. Wir werden auch mit 22 Spielern oder haben 22 Spieler im Kader wie die anderen auch. Und du musst halt einfach versuchen, dass du aus dem Kader das Optimale rausfällst. Und da wird halt einfach die Schlüsselsache wird einfach sein, dass du als Team sehr, sehr stark sein wirst. Also das, man sagt das zwar immer wieder, aber auf das werde ich einen sehr großen Wert legen, dass du als Team stark bist, dass du als Einheit auftrittst und dass es wahnsinnig schwer auch geogamisch zum Spielen ist. Das wird eigentlich die Hauptprämisse letztendlich sein. Man kann es ein bisschen vergleichen mit dem FC Augsburg im Fußball. Es ist auch da möglich, dass du als Team stark spielst und dass du... Ändert sich die Zielvorgabe? Letztes Jahr war ja klar, Aufsteiger, Klassenerhalt. Ändert sich die jetzt? Erreichen der Playoffs oder ist wieder das Ziel Klassenerhalt? Also ich finde, das ist eine Frage, die einfach noch zu früh ist, weil man muss erst abwarten, was hat man für Kader zur Verfügung. Man muss auch ein bisschen schauen, wie sind die anderen Mannschaften. Entscheidend ist, wie es der Axel sagt, dass wir zu Hause attraktives Eishockey spielen, dass wir auch logischerweise unsere Punkte holen. Und der nächste Schritt ist vielleicht, dass wir länger um die Playoffs mitspielen als 3 Wochen vor Start der Playoffs oder vielleicht sogar länger. Aber es ist jetzt zu früh, dass man die Äußerung sagt, wir müssen Playoff kommen oder sowas. Das wäre, glaube ich, falscher Druck, den wir aufbauen. Und wie es der Axel gesagt hat, Teamgeist, Kameradschaft und ich glaube... Grüß Gott! Und ich glaube, gerade in der Beziehung sind wir schon gut in Vorleistung dieses Jahr gegangen, denn mit dem Teamgeist, den wir dieses Jahr gehabt haben, wenn wir den 1:1 mit in die Kabine in die neue Saison bringen und den Trainer, der auch großen Wert darauf legt, dann wird es, glaube ich, noch stärker. Ja, zur Zielsetzung. Ja, ich denke auch, da sagt der Rolf es richtig. Ich meine, es ist 1. Mai. Ich halte das nichts davon, jetzt schon mordsmäßige Sprüche jetzt da zu machen. Und ich denke, der Weg ist das Ziel. Also wir müssen halt erst mal schauen, welche Mannschaft haben wir und dann, dass wir diese Mannschaft möglichst schnell
zusammenbringen. Und da Schritt für Schritt und dass du halt auch, sag ich mal, greifbare Ziele setzt. Also, was weiß ich jetzt mal, bis zur Deutschlandcup-Pause, dass du, und weil das gibt auch Selbstvertrauen, dass du Schritt für Schritt dich nach oben hangelst. Sag mal so, hangelst. Die ersten Reaktionen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis in Kölz, die gehört haben, du bist zum SCS-Trainer? Es wissen ganz, ganz wenig. Ganz, ganz wenig. Der Husbeni, was haben wir sonst? Ich kann es wirklich noch nicht sagen, weil es wirklich ganz, ganz wenig wissen. Also ich habe mich ganz an den Vorgaben vom Ralf gehalten. Also ich war sogar aufgelegt. Was oder? Sogar wieder aufgelegt wegen Heilung. Ja, gut, aber ich muss sagen, es ist uns ganz gut bis gestern Spätnachmittag, gestern Abend, heute früh ganz gut gelungen, das auch wirklich einmal unter Verschluss zu halten. Also mich haben auch viele gefragt, wer wird's, und gerade nach der gestrigen Pressemitteilung, dass das heute vorgestellt wird, war natürlich gestern das Telefon immer still. Und selbst gute Freunde habe ich gesagt, nein, ich weiß, du sagst es nicht weiter, du sagst auch wieder zum Nächsten, du sagst es nicht weiter. Wir wollten es mal einfach so machen und es war gar nicht ganz okay. Gibt es einen Art Co-Trainer wieder? Den Andi oder bleibt der Andi? Ich habe mit dem Andi noch nicht gesprochen, aber wir gehen davon aus, dass der Herbert Andi auch gerade jetzt Sommertraining mit den Spielern, die vor Ort sind, vielleicht ein bisschen mit kontrolliert, ein bisschen mitmacht. Aber da werden wir die nächsten Tage sicherlich auch ein Treffen haben mit dem Axel, mit dem Herbert Andi, vielleicht auch mit dem Wildharti gleich zusammen als Torwarttrainer. Und auch mit den Spielern, die hier vor Ort sind, dass er einfach alles nach seinen Wünschen organisiert. Ja, das habe ich jetzt schon vor, dass wir möglichst bald jetzt mal, dass ich mal alle kennenlerne einmal, dass man schon mal, schon mal eine Richtlinie mal ein bisschen vorgibt, auch, dass die ja wissen ungefähr, dass sie einfach auch wissen, wie halt das Programm von mir ausschaut und wie es mir hier ein bisschen vorstelle, also, und ich möchte mir vorstellen und ich möchte die Spieler ein bisschen kennenlernen. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Und dann will ich auch mit dem Rabolandi halt auch mal reden und auch bleiben im Wildharti, dass wir schon irgendwo ab jetzt in Kontakt sind. Also wir starten jetzt. Offiziell? Auch jetzt schon offiziell. Wie offiziell? Na, es gibt ja oft so einen offiziellen Trainingsbeginn mit 1. August, keine Ahnung, oder? Nein, das Eistraining beginnt 11. 12. August ungefähr, aber die Mannschaft oder die Spieler haben ja bis jetzt eigentlich immer selbstständig das Sommertraining gemacht, aber wir wollen da auch versuchen, gerade mit den Spielern, die vor Ort sind oder aus der näheren Umgebung, dass man sagt, man trifft sie 2-3 Mal in der Woche, und das ist eben die Sache, die dann der Axel abstimmen will. Oder Axel ist jetzt offiziell ab jetzt schon im Amt. Der Axel ist eigentlich auf dem Papier her erst ab August im Amt, aber wird aus, glaube ich, Eigeninitiative und Idealismus da im Sommer sicherlich schon viel mit vorantreiben. Ich denke, das ist die wichtigste Zeit einfach. Das ist einfach so. Also ich meine, die haben ja auch schon wieder lange nur frei gehabt. 3 Wochen. 3 Wochen, ja. Ja, man, das ist ja auch klar, das ist ja kein Geheimnis. Also wir müssen halt wenigstens, die Fitness muss auf jeden Fall stimmen, das ist ja vollkommen klar. Das ist eigentlich, Fitness ist das Leichteste zum Trainieren, da brauchst du nur einen Fleiß. Alles andere ist dann schon ein bisschen schwieriger. Wenn man mit Powerplay und mit solchen Sachen anfängt, aber eine Fitness, das kann man das ist trotzdem bei allen schaffen. Komisch beim Eishockey. Ne? Die Fußballer, die legen großen Wert auf die Vorbereitung, und da ist eigentlich noch gar keiner richtig im Amt beim Eishockey. Wobei ja die körperliche Voraussetzung ja die Voraussetzung für alles weitere. Wobei ich habe aber schon jetzt auch gute Erfahrungen in letzter Zeit gemacht. Also die Spieler werden immer professioneller, muss ich ehrlich sagen. Die haben es schon geschnallt. Also dass das eher Kapital auch ist und doch muss ich auch mal die Lanze für die Spieler brechen, also die werden immer besser, und auch schon im Nachwuchsbereich sind die eigentlich schon da hingeführt worden und die machen schon viele Dinge richtig, nur trotzdem Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Du hast gesagt, Nachwuchs ist sehr da aufpassen müssen, kann sein, dass aber toll zu junge Spieler vielleicht dann daher wechseln, wenn du jetzt auch da bist. Also, das ist jetzt nicht angedacht. Also, nein, ich meine, es fehlt halt der DNL-Mannschaft. Das ist halt einfach ein Problem. Ich kann es jetzt drehen und wenden, wie ich will. Das ist ein großes Problem, weil die da halt richtig gefördert und auch gefordert werden einfach. Das ist einfach das Problem. Wie kennst du die deutschen Strukturen im Nachwuchs? Versuchst du da jetzt auch wieder was anzuleiern, dass wieder was entstehen kann? Oder wie schränkst du jetzt da rein? Kann ich jetzt nicht sagen, weil ich da
da bin ich jetzt zu kurz dabei. Also ich will jetzt da nicht irgendwas sagen. Ich meine, in erster Linie muss ich schauen, dass die erste Mannschaft funktioniert. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wer jetzt da der Nachwuchsleiter ist und wie das Ganze ist. Also da kann ich heute noch nichts dazu sagen. Will ich jetzt auch gar nicht sagen. Ralf hat gesagt, du warst der erste Ansprechpartner. Wie war es bei dir? Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich das eine oder andere Angebot, das irgendwo interessant gewesen war, wenn man so lange oder seit Oktober halt inaktiv ist. Ist ja, war das alles? Es spielt ja keine Rolle. Also letztendlich zählt nur die Unterschrift. Was sonst war, sind Wasserstandsmeldungen. Nein, ohne irgendwelche Namen oder Vereine zu nennen, gab es irgendwas, was dich so auch interessiert hat, wo du dann vielleicht gesagt hast, nein, aber das ist mir zweit oder also war irgendwie was. Natürlich hat es ein paar andere gegeben, aber. Aber trotzdem, es spielt ja jetzt keine Rolle. Also ich bin für den ersten Rissen sehr entschieden und deswegen geht die volle Konzentration für den Verein, das ist ja ganz klar. Ich glaube, er und seine Familie haben sich gefreut, dass ich angerufen habe. Klar, ist schon fix. Markus Keller aus der Achse sehen, dann in die Playoffs. Vielleicht ein paar Worte zu ihm. Ja gut, ich habe mich ja nur als Zuschauer letztendlich gesehen. Also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber die Spiele, die ich in Tölz gesehen habe, hat mich sehr überzeugt. Sehr überzeugt sogar. Also ich glaube, dass auch die Statur, die der schaut, wie er sich auf dem Eis bewegt hat, wie er die Ruhe, die Souveränität, die er ausgestrahlt hat, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Wir haben auch damals auch über ihn gesprochen. Also Axel war jemand, wo ich, glaube ich, das erste Nauheimer Spiel, wo ich ihn angerufen habe, da haben wir selber noch gespielt. Da habe ich gesagt, tu mir meinen Gefallen, schauen wir den Keller an. Für die zweite Liga, Nachfolger vom Hati, wenn der aufhört, ob der in Frage kommt. Da habe ich am nächsten Tag eigentlich einen Anruf gekriegt vom Axel, sofort verpflichtet. Das ist so. Also er war auch schon als Scout für uns unterwegs. Und jetzt musst du das für Eigeninteresse. War wirklich so. Du warst um 20. Ich hätte jetzt auch einen Corey Kirk, den hätte ich auch noch gefunden. Der war doch interessant gewesen. Marcelino, ne? Und 20 Co-Trainer. Ja, war sehr interessant. Jetzt vorbei mit der Zeit. Ja, ich meine, das war halt da, das passt. Das war ein super Job, muss ich ehrlich sagen. Auch da mit der Wemmerschaft in Garmisch. Das war sehr, sehr gut, sehr gute Mannschaft, sehr willige Mannschaft, sehr interessantes Turnier. Also es war eine super Erfahrung für mich. Also hat wirklich Spaß gemacht. Vielleicht nochmal an Ralf. Der Axel ist ja jetzt nicht unbedingt der Liebling der garmischer Massen der letzten Jahre gewesen. Ist er nicht kurzfristig mal zuckt und überlegt, vielleicht tut mir der Korn gefallen, dass die Fans sagen, das nicht? Oder ist das einfach, weil du sagst, du willst ja wieder ein bisschen Bewegung reinkriegen. Ich meine, du bist. Der Axel hat gesagt, ich bin einer der klaren Worte, der klaren Entscheidungen und da hat er recht. Und es ist ja nicht der erste Tölzer, oder er wohnt ja in Reichersbeuern, das ist vielleicht ein Unterschied. Es ist ja nicht der erste, der hier Trainer ist oder Spieler. Ich meine, selbst ein Hans Zach hat schon für den SCR gespielt und für Tölz gespielt. Das war, glaube ich, so die erste Zeit. Da kann man unzählige mit aufzählen. Hockmann, Anderl war Trainer. Nein, ich meine, ja angesichts der Scharmützel, was er zwischen uns? Ja, was er gehabt hat. Das ist, der Fan nimmt es ja anders wahr wie ihr vielleicht. Ich glaube, der Fan nimmt als erstes wahr, ob wir siegen, ob wir gewinnen oder ob wir verlieren. Und das wird das Entscheidende sein. Ich glaube, dass dem Fan auch gefällt, die Art und Weise vom Axel, gerade auch wie er vielleicht im Stadion ist, wie er an der Bande ist. Das ist alles einmal ein bisschen neu, ein bisschen anders als in der Vergangenheit. Und ich wünsche mir auch, dass auch der Axel ab und zu mal klare, deutliche Worte sagt, auch in der Öffentlichkeit. Und das gehört einfach alles dazu. Und der Fan findet sich, glaube ich, ganz schnell damit ab. Tim Reagan, Publikumsliebling bei uns, hat in Tölz schon gespielt und ist hier nach wie vor Liebling. Kein Problem. Sami Peltosara hat für beide gespielt. Was weiß ich, da gibt es, glaube ich, unzählige, die man aufzählen kann. Gar kein Problem heutzutage. Das gehört zum Profigeschäft dazu. Und ich glaube, wir sind beide Profis und deswegen wird es auch gute Zusammenarbeit. Und wenn wir uns einmal reiben zwischendrin, dann muss das auch kein Nachteil sein.
Fragen? Ich hätte gerne den Trainer, den neuen, nochmal entführt. Kein Problem. Nein, noch, da schreiben wir. Bedanken möchte ich mich beim Gerd Sinn, Issersee Hotel, ja auch Sponsor von uns, vom SC Issersee, unterstützen uns auch schon einige Jahre, dass wir hier die Pressekonferenz machen durften. Ich glaube, der richtige Platz, der richtige Ort. Und vielleicht lassen wir das auch ein bisschen zur Tradition werden, dass wir in Zukunft vielleicht öfters einmal eine Pressekonferenz hier oben machen, auch im Winter, wenn dann das Ambiente richtig passt. Ich freue mich, dass ich da sein darf und danke nochmal, auch danke an Herrn Ballmanns und weiterhin gute Zusammenarbeit. Danke. Dann wünschen wir dem neuen Gespann viel Erfolg am Rissersee, mit dem SC Rissersee und Kontrabuch-Turnier 2013 schaut gut aus. Wir sind schon relativ weit in der Vorbereitung. Daumen drücken, dass die Nationalmannschaft sich direkt qualifiziert. Dann haben wir 2013 keine Terminprobleme, sonst wird es ein bisschen schwierig. Weil gut. Der DEB dann sehr eingespannt ist, wenn die in die Qualifikation müssen. Dann wissen wir nicht, wie wir es machen. Aber ich bin sicher, dass die Nationalmannschaft sich direkt qualifiziert und dann haben wir die Terminsorge nicht. Okay. Fotos noch irgendwas? Im Trikot, oder? Genau. Okay.